das ist die Martina von Tricky Horse. Heute möchte ich euch einen kleinen Beitrag zu unserem Training zeigen. Und zwar, wir haben ein neues Berittpferd, das ist da hinten, das ist der sogenannte Feuergold. Der Feuergold ist recht ein schönes, großes Warmblut mit ziemlich geiler Abstammung. Und der ist bei uns da, um eingeritten zu werden. Sie haben schon mal einen Kurs bei mir gemacht, das ist ziemlich cool, weil da macht das Einreiten mehr Spaß. Worum es aber heute im Beitrag geht, ist eigentlich auch ein bisschen um meinen kleinen Scheißer, und zwar um den Jay. Der Jay ist natürlich in der Herde als einziger Wallach, bis aufs Pony, ist er oft einmal so ein bisschen der kleine Boss und möchte halt natürlich auch zeigen, wie toll er ist. Und damit es aber nicht zu Rangeleien kommt, muss man manchmal sagen, okay, ihr zwei, also der Jay und der Feuergold, die zwei müssen sich endlich einmal ein bisschen mehr vertragen. Das heißt, die zwei lasse ich dann oft zusammen trainieren. Also Pferde, die sich nicht so mögen, die kriegen den Jackpot, die müssen nämlich gemeinsam zusammen trainieren. Und heute werdet ihr sehen im Video, wie der Jay gemeinsam mit dem Feuergold launchiert wird. Am Anfang schaut das natürlich ein bisschen wirr noch aus und ist alles noch nicht so klar. Das ist auch keine Show, die ich da zeige, sondern das ist dieses gemeinsame Trainieren, worum es eigentlich geht. Und was ich auch mache, ist, ich binde immer wieder ein Pferd da hinten irgendwo am Reitplatz an. Ja, warum? Pferde sollen lernen, stehen zu bleiben. Das heißt, sie sollen noch einmal eine Ruhe geben können. Ich habe da draußen Anbindeplätze außerhalb vom Reitplatz und am Anfang, wenn ihr Pferd noch nicht so gut kennt, binde ich es meistens im Reitplatz an, damit man wirklich sagt, okay, das Pferd hat gelernt, jetzt einfach mal ein bisschen eine Ruhe zu geben. So wie der Jay. Das heißt, manchmal, wenn ich mit einem Pferd arbeite wie ein Feuergold, dann wird der Jay angebunden. Wenn der Jay gearbeitet wird, wird der Feuergold angebunden. Das ist echt wichtig. Ja, schaut sich das Video an, es ist sicher lustig für euch zum Anschauen. Wie gesagt, es ist keine Show, es ist einfach nur ein gemeinsames Trainieren. Das ist einfach wichtig, damit die Koordination in der Herde dann auch funktioniert. Ich will keine Streitereien, ich will, dass die sich gut kennen, ich will, dass die miteinander zusammenarbeiten, wie in einem Team. Es ist nicht schlimm, was die machen, aber ein bisschen rangeln tun sie natürlich. Und das kann man durch gemeinsames Training unter Kontrolle kriegen. Passt, viel Spaß beim Anschauen.